auch nicht so wichtig gewesen. Aber ist Ihnen auch nicht wichtig gewesen, wer Ihre Werbekampagne macht? Das war nämlich der SVP-Werber Alexander Seger gewesen, mit der schwarzen Schäfli und all den anderen schlimmen Sachen. Das sind doch Sie. Das ist aber, nein, das ist nicht die. Aber die Ihre offizielle. Sie haben sich also von der Ja-Kampagne total ins Knie geschossen. Also erst wenn Sie sagen, Sie jetzt von mir wissen, ich mache doch nicht Plakat. Nein, aber dass Sie das nicht im Griff haben. Oder Sie, das ist dann dort austreten. Das macht unsere Kampagnenabteilung und das ist bei jeder Partei so. Also wenn ich um das auch noch kümmern würde, dann könnte ich nie ausschlafen. Wir haben sehr viele einzelne heikle Sensoren. Wir fangen mit dem hinteren Bereich an, mit dem kleinen roten. Dann misst die Flächentemperatur vom Hinterreifen, wo dann der Techniker perfekt auswerten kann, ob die Reifentemperatur stimmt. Das rote Stäbchen, das misst die Vordergabel, wie sie schaffen tut, wie sie dämpfen tut, ob sie dort im richtigen Bereich sind. Es gibt natürlich noch sehr viele einzelne Sensoren, die man jetzt nicht sieht, aber wo helfen die Analyse. Mit dem kleinen Steckerli, dort ist ein USB-Stick drin, wo nachher am Computer angeschlossen wird, wo wir alle Daten perfekt analysieren können. Jetzt gehen wir mal schnell zum Computer und schauen, wie das überhaupt aussieht. Das sind alle Sensoren, die ein Renntöff hat. So, das Datenrecording ist da, dass man einfach als Fahrer wie auch als Techniker perfekt. Sie hat nämlich in dem Blickinterview gesagt, wenn es SRF nicht schaffe, eine Frau einzusetzen, muss der Bundesrat intervenieren. Und jetzt verstehe ich die Welt nicht, weil die SP, die Sie sehen, haben ja unter anderem in der Nobel-Debatte gesagt, wir haben kein Staatsfernsehen. Und jetzt fordern Sie den Bundesrat auf, in einer Personalsache einzugreifen, zu intervenieren, Frau Fritz. Ja, zwischendurch muss man mal ein bisschen tarif, doch. Ja, entweder ist Staatsfernsehen oder ist es nicht? Es ist ein Fernsehen mit öffentlichen Gebühren finanziert. Ja. Es hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es sind Zuschauerinnen und Zuschauer und es ist schon viel zu lang in den oberen Etagen die Mischung nicht da, die heute eigentlich in einer modernen Firma normal ist. Und siehe da, kaum kommt die Billag, müssen sie die einzige junge Frau an die Front schicken, weil sie die einzige sympathische ist, die man den Leuten darstellen kann, die ein bisschen zurückhaltend ist. Was meinst du jetzt mit